Hallo, grüß dich. Hallo. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Hallo, grüß dich. Das ist ja nicht mehr normal. Ein Drucker mal aufs Gas, du. Boah, sogar Schnecken ist schneller als du. Jetzt gib mir mal Gas davon, bitte. Was hast denn du eigentlich für einen scheiß Fahrstil? Ma, was stinkt denn da jetzt so? Das gibt's ja nicht. Bist du das? Ja, ich glaub, dass du das eher bist, hä? Ja, natürlich. Ja. Boah, da drinnen ist das so kalt. Und die Musik war auch hübsch laut. Ja, genau, da ist fütz laut. Eigentlich, ich hab da eigentlich schon ganz schön Werkplatz. Was ist denn da echt? Ja, genau. Ich hab eigentlich auch gar keinen Platz. Ja, wirf mir's auf, du bist so eng einfach da drinnen. Die Welt ist echt so schön. Was singt denn euer so auf? Ich kann es gar nicht verstehen. Es ist doch genug Platz für jeden von uns da. Weil ich möchte heim. Geht das nicht schneller? Meine sehr geehrten Fahrgäste, ich bitte Sie, Ruhe zu bewahren. Ich werde mich so bald wie möglich um Ihre Beschwerden kümmern. Danke. Hey, dreh die Musik leiser, es ist zu laut. Na jetzt vor einmal, na, mir reicht's jetzt. Was möchte denn der Busfahrer? Kapiert der nicht, dass ich da keinen Platz habe? Und die blöde Stange da ist mir auch im Weg. Ich brauche Platz von meiner Fahne. Sonst habe ich da kein Ding. Ich muss mich da schon wachteln und freien auf mein Spiel. Ich habe keinen Platz. Sag mal, hast du eigentlich deinen Führerschein im Lotto gewonnen oder was? Aber was stinkt denn da jetzt so? Das gibt's ja nicht, wenn es du nicht bist. Na, kann wenigstens ein Busfahrer eine Duftbaume aufhängen. Oh ja, da stinkt's wirklich. Muss ich wirklich sagen. Kannst du nicht über die Heizung aufgetragen? Wir müssen echt ein bisschen auf die Umwelt achten und auf unsere Mitmenschen. Kämpft, meine Freunde. Tanzt mit mir an Friedenstanz. Es ist so, so schön. Wo hast denn du was von gelernt, bitte? Liebe Fahrgäste, bitte um Aufmerksamkeit. Mir sind die Probleme selbst auch bewusst, aber Ihre lautstarken Beschwerden werden Sie auch nicht lösen. Das Beste für alle hier beteiligten Personen wäre, wie vorhin schon gesagt, ruhig zu sein. Danke. Es ist doch genug Platz für jeden. Lass mich in Ruhe! Na, was hast du für ein Vogel oder was? Na, sicher nicht, aus- und einatmen schon zweimal nicht. Mann, der Trottel davor da anscheißt haben! Mein Hupen mal den Deppen davor oder vorne zu, damit er verschwindet! Na, Hupen mal jetzt! Boah! Hupen mal!
Hey! Was ist denn? Deine Musik ist viel zu laut. Trau mal zurück. Ja und? Eine Frechheit ist das. Ja genau, die Musik ist mir auch zu laut. Lass mich in Ruhe und red mit dem Ballon an. Beruhig dich doch, es wird auch. Lass mich in Ruhe! Siehst du nicht, dass ich Motorrad fahren gehen möchte? Entweder du fährst jetzt weiter oder es kracht einmal. So friert man ja da Rinder. Ma, es ist wirklich so kalt. Bitte die Heizung auf dran. Und aus. Und ein. Lass mich einfach in Ruhe, verdammt! Ich krieg die Krise, ich hab keinen Platz! Ah! So, jetzt reicht's mir aber. Vernunft, scheint bei euch ein Fernrohr zu sein. Ihr wollt eine Änderung? Macht es selbst. So, was ist jetzt? Bitte. Was soll das jetzt? Fahr weiter. Fahr du? Ich hab keinen Führerschein. Du hast keinen Führerschein, ha? Was ist mit dir? Was ich? Ich kann das nicht. Du kannst es nicht. Und du hast keinen Führerschein? Und wer fährt jetzt? Ma, wenn er sich nicht traut, dann muss halt der Pro führen. Und jetzt? Was muss ich jetzt tun? Ich glaube, du musst die Kupplung drücken. Und jetzt die Zündung dran. Und jetzt musst du noch einen Gang erlegen. So einfach ist das gar nicht, oder? Miteinander geht das schon. Ja, aber darin sticht sie immer nur.